Die Kommissare Ballauf und Schenk werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Fufis, Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FilmTV mit dem Tatortcheck. Wenn 4 Jahre nach dem Gerichtsurteil plötzlich ein anderer Täter auftaucht, ein Geständnis ablegt, dann stellt er die Welt damit komplett auf den Kopf. Die des vermeintlich unschuldig Inhaftierten, die seiner Familie und auch die der Ermittler, die wieder ganz von vorne anfangen müssen. Jetzt kommt also nach 4 Jahren Moritz Seitz wieder aus dem Gefängnis. Was ist da genau passiert? Sein Freund und Schauspielkollege Ole Stark hat plötzlich und überraschenderweise den Mord gestanden, für den Seitz eingesessen hat. Den Mord an Tore Beerwald, dem dritten Mann aus diesem Trio, das gemeinsam auf der Schauspielschule war. Ich kann damit nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr wachen. Es geht nicht mehr. Sie waren doch Schauspieler, oder? Sie spielen uns doch hier was vor. Wir waren zusammen auf der Schauspielschule. Vor fast 30 Jahren. Wir waren sogar sowas wie Freunde. Moritz, Tore, ich. Und warum sind Sie das nicht geblieben? Weil alle Schauspieler um sich selbst kreisende Planeten sind. Ich habe kein Problem damit, dass er tot ist. Ich habe ein Problem damit, dass jemand für mich seit 4 Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt. Tja, deutlich zu merken, die Kommissare Ballauf und Schenk, die glauben ihm nicht zurecht. Warum eigentlich nicht? Nun ja, Ole Stark ist eben Schauspieler und kann den reuigen Sünder sehr überzeugend spielen. Und die Kommissare meinen außerdem, dass die Beweise gegen Seitz doch ziemlich erdrückend waren. Passiert ist dieser Mord auf einer ausschweifenden Silvesterparty vor 4 Jahren in der Villa von Moritz Seitz und seiner Frau Caroline, ebenfalls Schauspielerin. Der Alkohol fließt in Strömen, alte Konflikte kommen hoch. Warum bietet mir niemand was zu trinken an? Man dich nüchtern schon nicht ertragen kann. Läuft's bei dir immer noch so scheiße? Dass der liebe Gott den Mensch erschuf und ans Arschloch kam, hast du im Modell gestanden, Tore Beerwald. Am Ende liegt Tore Beerwald tot im Pool. Moritz Seitz wird damals verurteilt, jetzt ist er also plötzlich wieder frei und der geständige Ole Stark wandert für ihn in den Bau. Aber die Rückkehr ins normale Leben, die ist für Seitz alles andere als leicht. Wieso jetzt genau? Also was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Naja, seine Freunde wollen nichts mehr von ihm wissen, seine alten Kontakte im Filmbusiness, die funktionieren nicht mehr. Und das Schlimmste, seine Frau Caroline hat einen neuen. Und das ist auch noch ein alter Bekannter. Es fing gerade an, wieder klar zu werden. Das Leben, es hat sich allmählich sortiert. Und jetzt bringe ich alles durcheinander. Es tut mir leid. Ich könnte ja wieder zurückgehen und die restlichen 6 Jahre freiwillig absitzen, damit du dich besser darauf einstellen kannst. Vielleicht solltest du erstmal woanders wohnen. Ich habe die letzten 4 Jahre woanders gewohnt. Er könnte das Gästezimmer haben, bis er was anderes findet. Oh, das ist aber wahnsinnig großzügig von dir, dass du mir ein Bett in meinem Haus anbietest. Es ist unser Haus. Aber auch für die Kommissare ist das Ganze eine Herausforderung. Sie spüren, dass da etwas faul ist an der Geschichte und so fangen sie an, den Fall neu aufzurollen, ohne dass die Staatsanwältin etwas davon weiß. Und als am Ende die Wahrheit ans Licht kommt, müssen sie sich fragen, ob es das wirklich alles wert war. Das ist einer der besten Kölner Tatorte der letzten Jahre mit einer großartigen Besetzung. Unter anderem sind Thomas Heinze, Martin Pfeifel und Nina Kronjäger mit dabei. Der Tatort der Woche heißt 4 Jahre und er kommt wie immer am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten. Und ihr habt danach ein halbes Jahr lang Zeit, euch diesen neuen Tatort auch in der Mediathek anzusehen.